So, hallo, da sind wir wieder bei Fable 3. Ich habe mich mal noch ein bisschen umgestylt hier. Ich habe gedacht, eine Königin braucht auch was Güldenes, was sie anzuziehen hat. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Habt ihr schon mal was vom Schnelllesen gehört? Es ist offenbar das gleiche wie Lesen, nur viel schneller. Aha. Okay, wir werden jetzt erstmal diese Schädel suchen. Jetzt muss ich nur gucken, von welcher Richtung ich hier anfange. Okay, wir kriegen jetzt wirklich jede Tür auf. Strafrecht Handbuch Band 1. Gefängnissicherheit. Sicherheit ist die oberste Verantwortung des einer Besserungsanstalt vorstehenden Offiziers. Sie ist von derart überragender Wichtigkeit, dass sie alle anderen Prioritäten übertrifft. Die einzig vorstellbare Ausnahme dieser unantastbaren Regel sind Fälle, in denen das Leben von Mitarbeitern bedroht wird. Zum Beispiel, wenn Häftlinge bei einem Ausbruchsversuch Geiseln genommen haben. In einem solchen Fall ist es zulässig, als Reaktion auf die ausdrücklich geäußerte Forderung der Geiselnehmer, die Sicherheitspriorität vorübergehend zu reduzieren, natürlich mit der Absicht, sie später wieder zu erhöhen. Erst bei wiederhergestellter Sicherheit sollte der Vorsteher versuchen, die für die Aussetzung verantwortlichen Insassen zu neutralisieren oder dingfest zu machen. Die einzige Ausnahme dieser Regel ist erneut der Fall, in dem das Leben von Mitarbeitern bedroht wird. Einfach gesagt, gebt ihnen, was sie wollen, wenn Mitarbeiter bedroht sind, und versucht später alles wieder gut zu machen. Okay, hier ist der erste Schädel, der mir fehlt. Zack. So. Und dann gibt es noch einen im anderen Trakt. Wie komme ich da hin? Kleinen Moment, ich muss überlegen, hier rein, ne? Glaube ich. Und auf dieser Seite hier. Hier nicht. Hier. Hier ist ein Loch in der Wand. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Wer auch immer dies findet, soll wissen, dass eine Flucht möglich ist. Wir haben es so weit geschafft. Und ihr könnt es auch schaffen, was sicher auch der Fall ist, wenn ihr das hier lest. Ich werde wieder schreiben, um anderen Flüchtlingen zu helfen. Typisch. Mist. Wir haben es in den Heizraum geschafft und leise mit der Wand begonnen. Bisher hat Rogers Plan perfekt funktioniert. Die Freiheit ist zum Greifen nah. Haben es ins Höhlensystem geschafft. Das zeugt von der Brillanz von Rogers Idee, Wachsköpfe mit gestohlenem Haar aus dem Frisiersalon anzufertigen und sie in unsere Betten zu legen, um Zeit zu schinden. Nur schade, dass ihm das erst jetzt eingefallen ist und nicht vor unserer Flucht. Ich glaube, ich höre Wärter. Okay, gut. Hier ist der letzte Schädel. Okay. Gut, jetzt müssen wir uns hier erstmal durchkämpfen. Weil so komme ich ja nicht mehr ins Gefängnis jetzt. Jetzt muss ich hier erstmal durch. Beintätowierung. Geil. Gehen wir erstmal hier lang. Okay, springen. Nein. Dann gehen wir doch mal erst in die andere Richtung. Sonst komme ich ja nicht mehr hoch. Vielleicht ist hier doch noch was. Ah, eine Tür.
ein Buch. Strafrecht Handbuch Band 2. Gesundheit und Hygiene. Immer wenn Menschen in Massen auf engem Raum zusammenleben, wird die Hygiene schnell ein dringendes Anliegen. Tatsache ist, dass in den meisten Gefängnissen mehr Wert auf Sicherheit als auf den Komfort der Gefangenen gelegt wird. Das geht völlig in Ordnung. Aber im Sommer wird dies je nach Klima bisweilen unerträglich. Die Gefangenen sollten regelmäßig die Gelegenheit haben zu baden und ihre Kleider zu reinigen. Alles unter einmal in 3 Monaten sorgt unweigerlich für Ärger. Okay, ich würde sagen, wir gehen nach draußen. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist, was wir noch nicht aufmachen konnten. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber uns fehlt auf jeden Fall auch noch die komplette Gefängniskleidung, oder? Die fehlt uns, glaube ich, noch. Okay, dann machen wir uns mal hier auf die Suche, ob es hier noch eine verschlossene Tür gab. So, also das war... Ich erwarte euren Befehl, Gnädigste. Das war der Friedhof. Da war eine Tür verschlossen, ne? Dieses eine Gittertür, die war zu. Da gehen wir als erstes hin, dann haben wir das abgehakt, wenn es jetzt aufgeht, ich hoffe es. Aha, geht auf. Und hier? Geht auch auf. Was? Hier kämpft doch jemand. Was ist los hier? Strafrecht Handbuch Band 5. Gefängnisleitung. In dem Fall, in dem der befehlshabende Offizier einer Besserungsanstalt getötet oder handlungsunfähig wird, geht der Oberbefehl über die Anstalt auf den dann ranghöchsten Offizier über. Zum Beispiel einen Hauptmann, Oberleutnant oder Leutnant. In Ermangelung eines Offiziers wird die Befehlsgewalt auf den ranghöchsten Soldaten übertragen. Die absteigende Rangfolge lautet: Oberfeldwebel, Feldwebel, Korporal. Obergrenadier, Grenadier. Sollten keine Militärangehörigen die Befehlsgewalt übernehmen können, geht sie in der Folge auf das Gefängnispersonal über. Die Zusammensetzung kann je nach Anstalt stark variieren. Chirurg, Arzt, Schwester, Koch, Hausmeister, Gärtner. Falls keine dieser Personen verfügbar sind, hat das Gefängnis möglicherweise dringendere Probleme zu lösen als die Frage nach dem Oberbefehl. Immer zu Diensten. Was kommen jetzt hier so viele hohle Männer wieder? Ich dachte, wir hätten das gereinigt. Na gut, aber hier ist jetzt wenigstens nichts mehr. Den Friedhof können wir abhaken. Sehr gut. Zu Dienst.
Okay, Doggo. Hier sind wir fertig. Weiter geht's. Seid gegrüßt, Majestät. Okay, jetzt ist die Frage, erst hier lang oder hier lang? Ich glaube, wir gehen erst hier lang. Das war auch nochmal ein Friedhof, ne? Gucken wir erstmal hier unten nochmal. Hier war das Tor, was ich gemeint hatte. Mhm, alles klar. Diese Tür hatte ich gemeint. Ah, hier geht's in eine Höhle. Okay. Diese Tür hatte ich im Kopf. Jetzt wissen wir auch, wo es war. Beschwörungstrank, okay. Hier liegt noch ein Buch. Strafrecht Handbuch Band 4. Gesundheits- und Sicherheitseinrichtungen. Jedes Gefängnis sollte eine sterile, gut ausgerüstete Krankenstation besitzen. Falls eure Krankenstation nicht sauber und gut ausgerüstet ist, könnten eure Mittel nach einem Besuch von Vertretern der Gefängnisgewerkschaft, die eine bestimmte politische Ausrichtung und/oder eine Rechnung mit euch offen haben, drastisch gekürzt werden. Seid gewarnt. Ein weiterer zweitrangiger Vorteil einer funktionierenden Krankenstation ist die Tatsache, dass eure Häftlinge gesünder sind. Okay, ich wollte nicht rausgehen, damit es nicht unterbricht. Gut. Diese Tür haben wir auch geöffnet. Wie viele Bücher gibt's denn? Doggy, hier ist nichts mehr. War hier noch was? Nee, das war nur eine Sackgasse, ne? Ja, okay. Alles klar. Ja, gut. Dann... eigentlich mit diesem Turm da? Können wir da nicht rein? Ja, das ist nicht Skyrim. Ich weiß. Okay, hier wird anscheinend was angebaut. Meine liebe Schwester schickt jeden Monat Pakete. Es gibt nichts Neues, Majestät. Nein? Doch. Sehe ich aber schon, dass hier was Neues gibt. Hier wird fleißig geackert. Oh, seid gegrüßt. Und ich krieg Geschenke hier. Yay! Ich weiß zwar, dass ich hier schon mal war, aber vielleicht hat er jetzt was getriggert. Aber es sieht nicht danach aus. Hier ist nichts. Okay. Kein Buch. Nur eine alte Karotte. Gut. Die Sträflinge scheinen mich gern zu haben, ne? Danke für die Geschenke. Eines Tages komme ich hier raus. Die Bibliothek hat Regeln.
Wer einen Aristokraten umgebracht hat, darf keine Bücher über Aristokratie. Eure Majestät. Gefangenenkopftuch. Okay, ich müsste die Gefangenen-Sachen jetzt zusammen haben. Das heißt, wir kriegen auch die Dämonentür auf. Sehr schön. Wow, unglaublich, ihr seid es. Natürlich bin ich's. Was denkst denn du? Zu Diensten. Wow. Yay. Hurra. Zu Diensten, Majestät. Okay, hier war nichts, oder? Noch mal reinschwimmen. Ich könnte noch aufs andere Ufer. Ich glaube es zwar eher nicht, aber wir gucken lieber mal. Nee, da geht nichts. Nothing. Okay, da unten waren wir schon. Können wir einmal hier lang. Mal gleich die Gefängnissachen anziehen. Wart ihr in letzter Zeit im Unterschlupfladen? Ihr habt Geschenke. Sie wollen geöffnet werden. Ihr habt neue Kleidungsstücke. Yes. Ah, nee, mir fehlt noch ein Oberteil. Nun, wenn es euch gefällt, mir steht ein Urteil, ob... Mir fehlt noch das Oberteil. Shit. Wo könnte das sein? Wo könnte das sein? Wo habe ich was übersehen hier? Okay, ich guck mal, wo ich das Oberteil finde. Top. Okay, top. In a chest located in the second cell. On the left, in the left wing of Ravenscar Keep. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Juhu! Geht es aber schneller, wenn ich vielleicht eine Schnellreise mache? Ich glaube nicht. Okay, ich weiß auch, welche Truhe das ist. Da bin ich doch das letzte Mal vorbeigelatscht und gesagt, oh, da ist noch eine Truhe. Ich kann mich erinnern. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Okay. Also zurück. Geht's euch gut, Madame? Zur Feste. Da hoch. Was haben wir denn dann da noch? Bandana, das haben wir. Shackles. Das sind die Armketten. Dann Throusers, haben wir Throusers, die haben wir an, ja. Und die Schuhe haben wir auch. Okay, dann fehlen wirklich nur noch. Und fehlt nur noch left on the left wing of Raven. Bla bla bla. Okay, wo die war mal oben, ne? War oben die Kiste. Seid gegrüßt, Majestät. Sorry. Alles klar, schön. Ich stehe zu Diensten. Wenn wir jetzt schon hier sind, dann machen wir auch
Ah, ne, die Zelle geht nicht auf. Okay. Die geht auf. Sollten schon gucken, ob hier vielleicht dann auch noch Bücher sind. Wenn wir jetzt hier schon überhaupt... Zu euren Diensten. Dass ihr niemals hier rauskommt. Oh, Moment. Ich hätte es positiv formulieren sollen. Es gibt Hoffnung, mein Tagebuch. Auf diesem Papierschnipsel werde ich meine Gedanken und Gefühle für die Nachwelt festhalten. Oh, wie ich dieses Gefängnis hasse. Es ist so schrecklich, dass ich es kaum aushalte. Ich kann mir keinen schlimmeren Ort vorstellen. Ich hasse es, ich hasse es. Heute war das Mittagessen in Ordnung. Der Fisch war genau richtig gegart. Oh, wie sehr ich mir wünsche, hier rauszukommen. Hiermit schwöre ich, dass ich, falls ich eines Tages aus diesem verfluchten Gefängnis entlassen werde, nie wieder auch nur einen Moment meines Lebens vergeuden und nichts mehr als selbstverständlich hinnehmen werde. Ich werde direkt nach Hause zu meiner Frau gehen und ihr sagen, wie sehr ich sie liebe und meine Kinderherzen. Ich werde mich um den Garten kümmern, den Zaun der Nachbarin flicken und Müll auf der Straße aufsammeln. Ich werde eine neue Sprache lernen und Tanzstunden nehmen. Ich werde reisen und neue Erfahrungen sammeln. Dann werde ich König Logan ermorden. Ich werde hierher zurückkommen und alle Wärter niedermetzeln und diesen Ort in Grund und Boden brennen und keinen Moment vergeuden. Ja, ein sympathischer Herr. Ihr seht mich zum letzten Mal, denn ich werde euch die Augen ausstechen. Jetzt wisst ihr um das geheime Gefängnis. Da war die Truhe. Warum befreit ihr euch nicht davon? So, her damit. Give it to me. So. Sehr gut. Willkommen im Unterschlupf. Das Kostüm ist vollständig. Wie? Ja. Ist es gut. Das, was die gut aussehen? Jetzt gucken wir mal trotzdem nochmal die Zellen durch. Nicht, dass ich doch was vergesse. Wer einen Aristokraten umgebracht hat, darf keine Bücher über Aristokratie ausleihen. Wer einen Zirkus angezündet hat, keine Bücher okay. über Kinderunterhaltung. Aber es gibt sicher viele Bereiche. War oben noch was? Ich weiß es nicht. Ich guck oben nochmal. Ich guck lieber nochmal. Eure Majestät. Gnädigste. Ich bin mit ihm zum Bewährungsgespräch gegangen. Er war die ganze Zeit überzeugt, dass er rauskommt. Zelle ist besetzt. Zelle ist besetzt. Das haben wir schon. Ich glaube, jetzt waren wir hier. Ne? Wir waren hier jetzt. Zelle ist besetzt. Stets zu Diensten. Da waren wir drin. Ja, 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 okay. Ich wollte mich auf einer Insel zur Ruhe setzen. Okay, dann gehen wir nochmal in den anderen Flügel. Hier. Ich erwarte euren Befehl. Wisst ihr, was diesem Ort fehlt? Ach, ich weiß nicht mal, wo ich da anfangen soll. Einfach mal schnell durchgucken. Eure Majestät. Warum ist das alles nur passiert? Da liegt noch ein Zettel. Liebe Anna. Ich schreibe euch diese Nachricht als aufrichtige Entschuldigung. Ich möchte euch sagen, wie leid es mir tut, was zwischen uns geschehen ist. Es mag seltsam klingen, doch zufälligerweise ist meine Zellenkameradin Therapeutin. Sie hat mir geraten, diese Entschuldigung zu verfassen. Ich hoffe, wir können daraus lernen. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich mit dem angespitzten Holzlöffel auf euch eingestochen habe. Und ich hoffe, ihr könnt ihn in eurem Herzen finden, dass ich bedauerlicherweise durchlöchert habe. Bitte verzeiht mir, eure Rachel. Der große Überfall von Chester Ferris. Erstes Kapitel. Die Bande. Die Sonne stand hoch am Himmel, als... Majestät. Stehe zu Diensten, Madame.
Okay, dann gucken wir unten noch die Zellen. Dann können wir das zumindest abhaken. Zellen abgehakt. Sicher ist sicher. Wir gucken hier lieber nochmal durch. Bei meinem Glück verpasse ich nämlich vielleicht dann doch noch was. Mein Sohn wäre sicher ein guter Wärter. Alles in Ordnung, Eure Majestät. Gibt es eigentlich ein Wärter-Nachwuchsprogramm? Wenn der Haferbrei wieder kalt ist, gibt's eine Revolte. Gefängnisanzeiger von Albion, 16. Ausgabe. Schlagzeilen. Im Rahmen einer Sparmaßnahme erhalten die Gefangenen ab sofort nur noch alle 3 Tage heißen Haferschleim anstatt jeden zweiten. Meine liebste Lille, dies hier ist der erste von vielen Briefen. Ja, okay. Euch zu schreiben soll mir an diesem schrecklichen Ort etwas Trost spenden. Ich werde jeden Tag eine Nachricht verfassen. Ihr fehlt mir so. Mein Verlangen, bei euch zu sein, ist größer als der Schmerz, hier zu sein. Warum ich... Mir fällt gerade ein, dass ich gar nicht weiß, ob wir hier eine Poststelle haben. Okay. Gut, jetzt ganz schnell zum Dämonentor. Dann haben wir das in diesem Part nämlich auch noch gelöst. Das Dämonentürchen. Das ist sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir erst im nächsten Teil zu diesem Schädeltor. Gucken mal, was dahinter ist. Bin ich mal gespannt. Ich kann mich an diese Insel erinnern, dass ich das gespielt habe, aber ich kann mich an den Inhalt wirklich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß jetzt wirklich überhaupt nicht. Vielleicht habe ich das auch gar nicht gemacht mit diesen Schädeln. Wenn ich reinkommen muss, werdet ihr es bereuen. Gnädigste. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob die Tür aufgeht. Müsste eigentlich, ne? Ich bin jetzt ein Gefangener. Öffne dich, Türchen, öffne dich. Psst, hier drüben! Die Zeit für den Ausbruch ist da! Alles ist bereit. Dann öffne dich. Kartografilia. Mhm. Gucken wir mal. Weh, da ist jetzt nur so ein Rubin oder so ein Scheiß drin. Ich will was Cooles. Das ist eine coole Welt. Ah, das sieht ja süß aus. Kleine Märchenwelt. Süß gemacht. Das ist wirklich schön. Schade, dass man hier nur einmal durchläuft und die Kiste holt. Und das war's dann. Okay, wo ist denn die Kiste? Kiste, wo bist du? Da oben. Gefängniswärter Stiefel. Aha. Gefängniswärter Handschuhe. Gefängniswärter Helm. Gefängniswärter Mantel. Gefängniswärter Hose. Nice. Ah, hallo. Moin. Eure Kleidersammlung ist gewachsen. Mhm, interessant. Sehr gut. Ich wollte euch diese Hosen empfehlen. Ja, danke schön, Jasper. Okay, gut. Dann haben wir das Tor geöffnet, würde ich sagen, mache ich einen Cut. Sehen wir uns im nächsten Part von Fable 3 wieder. Also bis dahin. Bye-bye.